Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich für die sehr freundliche Anmoderation, als Joker eingeführt zu werden. Was kann es Besseres an diesem wunderbaren sonnigen Tag geben? Ich freue mich, auf dieser gelben Bühne zu stehen und bin dankbar, sehr geehrter Präsident Mattner, liebe Aygül Özkan, dass ich heute sozusagen einspringen darf und ein paar Punkte sagen darf. Ich würde gerne in der Keynote drei Punkte von meiner Seite adressieren an Sie und freue mich dann auch auf die Talkrunde und bin dankbar, hier mal sprechen zu dürfen, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin tatsächlich, obgleich meine Zweitwohnung hier in Berlin nur 150 Meter entfernt ist, das erste Mal in meinem Leben im Friedrichstadtpalast und darf dann auch noch auf der Bühne stehen. Also Sie haben meinen Tag heute schon gerettet. Herzlichen Dank dafür an der Stelle. Ich fange direkt mit der Bauwirtschaft an und das, was die Moderatorin eingangs sagte, die aktuelle Kostensituation. Ich bin nicht Burkhard Balz und selbst wenn Burkhard Balz hier stehen würde, könnte er natürlich nicht sinkende Zinsen versprechen. Das ist klar. Sie wissen um die Inflationssituation, die wir in Europa, in der Welt in Wahrheit seit einiger Zeit haben. Sie kennen die Auslöser, aber, und das wäre dann der dritte Punkt, auf den ich gleich noch in meiner kurzen Keynote zu sprechen komme, die Fundamentaldaten gerade in der westlichen Welt, insbesondere in Deutschland und Europa, hätten schon seit längerer Zeit, Stichwort demografischer Wandel, darauf hindeuten können, dass eine absolute Niedrig- und Niedrigzinsphase sozusagen von dauerhaft sein können. Das hätte uns damals schon durchaus mahnend erinnern können, dass das nicht immer so sein wird. Ich erinnere mich sehr gut an Debatten im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in der letzten Wahlperiode, dem ich angehören durfte, wo mir von vielen intelligenten Ökonomen, insbesondere vom politischen Mitbewerber, gesagt worden ist, ach, diese 0% Zinsphase, das wird ewig so weitergehen. Wer sich jetzt nicht verschuldet als Staat, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. An der Stelle will ich Ihnen ganz kurz sagen, was die Zeichen der Zeit für den Bundesfinanzminister sind, der eigentlich zurzeit in China sein sollte, aber dank einer Ausladung durch die chinesische Staatsregierung gestern noch unserer Fraktionssitzung beiwohnen durfte. Die Auswirkungen für den Bundeshaushalt in Deutschland sind sehr real. Während wir im vergangenen Jahr noch 3 Milliarden Euro aus Steuermitteln an Schuldzinsen für die Bundesschuld zahlen mussten, steigt diese Zahl im kommenden Jahr auf über 40 Milliarden Euro. Das heißt, die Zinssituation, die Sie in Ihrer Finanzierungsfrage immer wieder sich konfrontiert mitsehen, die betrifft auch natürlich die öffentlichen Haushalte. Das, was wir schaffen müssen politisch, sind die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Natürlich insbesondere beim Thema Baukosten. Einschlankung bei der Regulierung. Es gibt über 20.000 Normen und Vorgaben beim Bau. Allein dadurch hat der Staat die Baukosten um über 31.000 Euro im Durchschnitt pro Neubauwohnung nach oben getrieben. Das heißt, wir können als Staat unseren Beitrag dazu leisten. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir uns als Koalition aufgeschrieben haben, dass wir eine große Novelle des Baugesetzbuches anstreben, damit gerade diese Rahmenbedingungen besser werden, damit in Zukunft die Finanzierungssituation und auch die Ertragssituation im Baugewerbe eine andere sein sollte. Denn richtig ist, wir brauchen sie. Also nicht die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben oder der Bund selber wird die Wohnung in Deutschland bauen können, sondern das sind Sie. Insofern betrachten wir Sie als unsere Partner an dieser Stelle und unseren Beitrag müssen wir dazu leisten. Baukostenmoratorium. Die Folgenkostenabschätzung für jede Verordnung und jede neue Norm, die darlegt, welche Mehrkosten sich für Bauprojekte ergeben. Regelungen, die sich baukostentreibend auswirken, müssen aus unserer Sicht ausbleiben. Auch da müssen wir uns immer wieder selbst prüfen als Politik, als Bundesregierung, als Regierungsparteien. Und ich bin dankbar, dass der CIO uns immer wieder daran erinnert, denn genau das ist natürlich Ihre Aufgabe an der Stelle. Also die Rahmenbedingungen so stärken, gerade auf der ordnungspolitischen Seite, damit Investitionen attraktiver werden, damit das Ganze besser funktioniert. Wir versuchen, unseren steuerlichen Beitrag dazu zu leisten, die lineare AFA von 2% auf 3% zum 1. Januar angehoben. Und ich sage auch eines in aller Klarheit, ein Thema, was mir als ehemaliger Landespolitiker schon immer wieder begegnet ist und wo in der Vergangenheit mal die Hoffnung bestand, dass durch einen klugen Steuerwettbewerb zwischen den Ländern ein Effekt der Kostensenkung eintritt. Leider ist das Gegenteil in Deutschland passiert. Ich meine die Grunderwerbsteuer, meine Damen und Herren.
Mein Ziel ist nach wie vor, dass wir es hinbekommen, dass die Länder hier in Form von Öffnungen auch deutlich runtergehen können. Mein Ziel an der Stelle ist, dass hier der Staat insbesondere neben der regulatorischen Seite auf der steuerlichen Seite seinen Beitrag leisten kann, damit der Erwerb von Grund und Boden günstiger wird. Das ist mein Ziel, damit wir es schaffen, dass mehr in Deutschland gebaut wird, dass mehr erworben werden kann, dass mehr verkauft werden kann, dass der Staat hier nicht als Hindernis ist durch eine überbordende Besteuerung durch die Bundesländer, sondern ermöglicher wird bei dem Erwerb von Grund und Boden. Das ist eines der Punkte, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und wir werden steuerlich auch einige andere Dinge machen, beispielsweise über das Zukunftsfinanzierungsgesetz von Christian Lindner oder das Wettbewerbsstärkungsgesetz. Darüber können wir gleich im Talk auch noch reden. Aber ich will einen zweiten Punkt ansprechen, der über die Baubranche hinausgeht. Und das ist ein Punkt, der in der vom Wording her in der deutschen Politik seit vielen Jahren sich Regierungen auf die Fahne geschrieben haben, immer wieder rumgeistert, aber in Wahrheit eine echte Umsetzung bislang schuldig geblieben ist. Und das ist die Frage der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und jetzt sage ich Ihnen ein konkretes Beispiel aus meiner niedersächsischen Heimat, von dem ich darauf wette, dass jeder hier im Raum gesagt hätte, Herr Dürr, Sie sind verrückt, wenn Sie das ernsthaft glauben, dass das möglich ist. Ein Beispiel, wo Deutschland bewiesen hat, entgegen aller Unkenrufe, dass wir schneller sein können, als die allgemeine Öffentlichkeit anhand von Desastern, wie wir sie in Berlin erlebt haben, beispielsweise der Flughafen BER und so weiter und so fort, dass wir schneller sein können, als uns einmal zugetraut worden ist. Und das ist das LNG-Terminal in meiner Heimat in Niedersachsen in Wilhelmshaven. Wer hätte ernsthaft geglaubt, dass Deutschland es schafft, innerhalb von wenigen Monaten, ja, manchmal sogar fast parallel und am Rande geltenden Rechts, es schaffen kann, ein Genehmigungsverfahren schnell durchzuziehen, zu planen, am Ende zu bauen und auch in Betrieb zu nehmen. Innerhalb von 5 Monaten haben wir es angesichts einer furchtbaren Energiekrise geschafft, das möglich zu machen. Und das, was dort möglich ist, gerade für große Investitionen, für öffentliche Investitionen in Infrastruktur, das wollen wir ausweiten. Sie kennen die Berichterstattung über einen Koalitionsausschuss der Regierungsparteien, der 31 Stunden gedauert hat. Ich war dabei im Kanzleramt. Es war nicht jetzt zu jedem Zeitpunkt, das gebe ich zu, vergnügungssteuerpflichtig. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Denn das, was wir dort beschlossen haben, große Vorhaben, in das überragende öffentliche Interesse zu stellen. Ich finde, das könnte eine Blaupause auch für Weiteres sein. Und jetzt sage ich Ihnen ein sehr konkretes Beispiel. Das betrifft gerade Bauvorhaben und Baugebiete eher im ländlichen Raum. Ein Herzensanliegen, was ich seit vielen Jahren hatte und was sich politisch in Berlin nicht hat durchsetzen lassen. Wir haben in diesem Koalitionsausschuss neben der genannten Planungs- und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren auch eines vereinbart, nämlich eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes an einer ganz konkreten Stelle. In der Vergangenheit ist es extrem kompliziert gewesen, wenn man Flächen, die bisher im Außenbereich waren, versiegelt hat und als Baugebiet ausgewiesen hat, weil man Ausgleichsflächen finden musste. Es ist gerade da, wo ländliche Flächen knapp sind, wo die Landwirtschaft ohnehin schon Probleme hat, eine Riesenherausforderung gewesen. An der Stelle werden wir jetzt sehr konkret das Ersatzgeld im Bundesnaturschutzgesetz gleichstellen. Das mag wie eine kleine Sache klingen. Ich glaube, die Auswirkungen, wenn man es gut macht und die Länder und die unteren Behörden in den Bundesländern es gut exekutieren, könnte es ein echter Schritt nach vorne sein, wie man auch gerade im ländlichen Raum zügiger es schafft, Gebiete auszuweisen, damit Bautätigkeit stattfinden kann. Also ein weiterer Punkt aus meiner Sicht, wo Politik etwas leisten kann. Und jetzt will ich einen dritten und letzten Punkt ansprechen, der mir sehr am Herzen liegt, der mit Ihrer Branche zu tun hat, aber in Wahrheit mit der gesamten deutschen Volkswirtschaft. Und ich sagte es eingangs schon, anhand der Zinssituation hätten wir es auch schon ablesen können. Deutschland, Europa steht vor einer handfesten demografischen Herausforderung. Ich wage zu behaupten, wir sind fast schon mitten in einer demografischen Krise. Sie alle merken das unter dem Stichwort Fachkräftemangel. In Wahrheit hat unser Land keinen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel. Und auch hier sieht sich unsere Koalition in der Pflicht, etwas zu tun. Dieses Land muss begreifen, weil wir heute schon auf Teile unseres Bruttoinlandsproduktes verzichten, weil uns Arbeitskräfte fehlen,
Dieses Land muss begreifen, dass wir aus eigener Bevölkerung unseren Wohlstand nicht in Zukunft werden fortschreiben können. Wer 1964 geboren ist, das braucht sich jetzt keiner hier im Saal melden, aber wer 1964 geboren ist, ist in sehr guter Gesellschaft. 1,4 Millionen Geburten in dem Jahr. Wenn diese Menschen, diese 1964 geboren, diese Babyboomer, in den wohlverdienten Ruhestand eintreten, dann wird eine Generation in den Arbeitsmarkt kommen, die gerade noch halb so groß ist. Man könnte es auch noch deutlicher sagen. Ich gebe Ihnen jetzt eine Zahl mit auf den Weg zum Schluss meiner kurzen Rede, die zum Schmunzeln einlädt, aber die Dramatik der Situation gleichzeitig deutlich macht. Wenn wir es schaffen wollen, diesen Arbeitskräftebedarf der Zukunft aus eigener Bevölkerung in Deutschland zu decken, dann müsste ab sofort jede Familie in Deutschland 7 Kinder bekommen. Ich habe da mit meiner Frau mal kurz drüber gesprochen. Die Reaktion war verhalten. Da kamen dann Ausreden, haben nur 2 Kinderzimmer, ist alles schwierig, Raumsituation zu Hause und so weiter und so fort. Nein, das wird nicht realistisch sein. Aber das ist eine der gesellschaftspolitischen und ökonomischen Herausforderungen, die die Bundesrepublik Deutschland zurzeit hat. Und deswegen will ich Sie an der Stelle dafür gewinnen. Wir müssen es schaffen, aus ökonomischem Interesse, auch aus gesellschaftspolitischem Interesse, im Bundeskanzleramt wird gerade oder ab 15 Uhr über andere Fragen auch der Migrationspolitik gesprochen. Wir müssen es schaffen, aus Deutschland endlich ein modernes Einwanderungsland zu machen, meine Damen und Herren. Deutschland ist händeringend auf die Einwanderung in seinen Arbeitsmarkt angewiesen, nicht in die sozialen Sicherungssysteme, aber in den deutschen Arbeitsmarkt. Hier müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen einreißen, damit wir die Arbeitskräfte in Deutschland haben, die mit uns ranklotzen wollen, die hier sich integrieren wollen, die natürlich auch unsere Sprache lernen wollen, aber wir sollten ein weltoffenes Land sein, denn wir sind aus ökonomischen und gesellschaftspolitischen Gründen händeringend darauf angewiesen und auch an der Stelle möchte ich Sie gerne als Partner gewinnen und danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Dürr.